Und das probiere ich gleich mal aus, am besten zuerst in Seattle, weil das am einfachsten ist, denke ich. Ich habe den Kristall noch, oder? Was? Hilfe, was war das? Ich weiß noch, wie ich mich unendlich gefürchtet habe, als ich das Geräusch als Kind hörte. Ich dachte, mich springt gleich irgendwas an. Damals gab es übrigens noch keine Jumpscares. Okay. Wir fliegen nach. Oh, pff. Na, machen wir eine Runde nach Ägypten. Annie geht so lang gut in London. Naja. Ich kann ja Stonehenge angucken, so lange. Miami. Ja, nein, eigentlich nicht. Ich möchte nach Seattle. Denn Miami ist leider wegen Reparaturen geschlossen. Ja, ganz Miami. Ist Stonehenge genügend gesichert? Steht in der Schlagzeile. Nein, nicht mehr. Bermuda-Dreieck, ja. Ja, gehen wir übers Bermuda-Dreieck. Weil ich musste da. Ich brauche. Ja, danke. Und nochmal den Code eingeben. Okay. Sektion 6. F16. So mittendrin kann man es am schwersten erkennen. Das und das und. Oh, habe ich das richtig gemacht? Das? Ich glaube, ich habe einen völligen Humbug eingegeben. Nein, ist richtig. Gut. Und wir machen eine Reise durchs Bermuda-Dreieck. Als hören wir wieder seinen epischen Witz. Sieht so aus, als ob du es auch magst. Doch, ist recht einträglich, muss ich sagen. Hey, ich weiß einen guten Witz. Hast du schon von unserem Basketball-Team für kleine Leute gehört? Den kennen wir schon. Das Team heißt Bermuda Shorts. Oh nein, nicht schon wieder. Los geht's, er freut sich schon. Bei jeder Teleportation stirbt ein kleines bisschen von uns. Ah ja, genau. Schnell. Wie war noch mal die Kombination? Oh ja.
Allerdings bringt dieser Code uns nirgendwo hin, außer über den offenen Ozean, und das wollen wir nicht. So, Benutzerknopf. Du. Du schon wieder? Na gut, komm rein. Die fragen sich auch gar nicht mehr, die Aliens. Ja, oh, ich bin dann mal wieder hier und... Oh. Schön, die wieder zu sehen. Genießt du die Aussicht? Ja, so ähnlich. Tschüss. Lies Lottomat 0992. Davon kriege ich einen Screenshot. Und, dann bräuchte ich nochmal den Code, um nach Hause zu reisen, mein Freund, meine Freunde. Oh, Gib Tapetenkarte. Nö, danke. Okay, warte. Der benutzte Bildschirm. Benutze Tröte. Keine Reaktion. Benutze Fernbedienung. Gib Cashcards zu King. Nein, danke, okay. Benutze gelber Buntstift mit Karte. Da ist schon eine Karte drauf. Jetzt, wo wir ja eh im Weltall sind, müssen wir doch eigentlich das abgleichen können, oder? Nicht. Ich gebe mal einen gelben Kristall an einen Caponia. Gib es doch dem King. Ja gut, vielleicht mache ich das. Ein Artefakt. Wo hast du die Artefakte her jetzt? Du kommst mit mir mit. Danke für den Gratis-Rückflug. Da hinein. Ja, die hole ich mir nachher wieder, die Artefakte. Ich muss nur schnell genug sie an. Gut. Und zieh an die Nasenbrille. Und schon hält der uns wieder für einen von ihnen. Wie kommst du hier rein? Ich lasse dich raus, dankeschön und tschüss. Hat das abgekürzt. Okay. Wir haben zwei Verben verloren, da unter anderem öffnen, das wir brauchen, also. Lies Tröte, ja genau. 10 Noten Tröte. Das geht sogar. Lies Karte. Eine Karte der Erde, ja. Benutze Karte, geht nicht. Benutze Tapetenkarte mit Karte, haben wir auch schon versucht. Benutze gelber Buntstift mit... Nein. Ich brauche halt das andere Verb noch, also die anderen beiden.
Annie ist in London. Lalalala. Außerirdischer Cadillac, Ursache für Katastrophen im Bermuda-Dreieck. Wer schreibt solchen Schund? Jo, Zack, wie geht's bei dir? Benutze Computerterminal. Ich habe mich schon darum gekümmert. Ja, wir kommen nicht mal hier raus. Wir brauchen das Öffnen-Verb. Dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Was ist das da oben? Nix. Öffne Schrank. Da ist der ganze Kram drin, den haben wir jetzt. Und ja. Bis bald. Bye. Okay. 0992 waren die Lottozahlen, nicht wahr? Yep. Hallo, junger Mann. Ja, mein Herr, ich möchte gerne das Lotto kaufen, das Ganze. 0992. Das Lied Castlevania. Null, neun, neun, zwei. Hoffentlich gewinne ich. Oh ja, mein Freund, das wirst du ganz bestimmt. So, also. Wir können den Bus nicht anmalen. In Edna bricht aus, wäre das jetzt gegangen. Und nach Seattle. Einen beschissenen Flug später. Na klar beschissen, wir haben hier auch das Eichhörnchen getötet. So. Das Feuer brennt immer noch, sehr löblich. Und hier unten in der Ecke war eine Plattform, oder? Wo ist dein Feuerzeug? Nein, nicht anziehen. Da. Auf dieser Plattform nun. Benutze ich den gelben Kristall? Ah! Okay! Na nü? Wo bin ich jetzt?
Die Aliens kommen jetzt nicht, oder? Okay, das ist Seattle. Geil, jetzt können wir herausfinden, wo die einzelnen Dinge hinführen. Hier sind wir, glaube ich, in Zaire. Genau. Nein, nicht Zaire, das andere da. Na, warte mal. Benutzen wir gelben Kristall? Maya-Pyramide, ja, genau. Kommen wir hier so auch auf den Mars? Da war doch auch sowas, nicht? Oh! Oh! Ja! Ja, her damit! Grapsch! Geil! Das Feuerzeug ist zu heiß. Peruanische Höhle, okay. Dann haben wir hier noch das. Das ist mal Progress. Geil. Okay, wo bin ich jetzt? Hä? Nein, geht doch nicht. Benutze Hebel. Ja, los. Uppala, okay. Wir sind jetzt entweder auf dem Mars oder in Ägypten. Ich denke mal in Ägypten, denn sonst wären wir jetzt tot. Ja, geil. Yep, in Ägypten. Alles klar. Ja, und dann ist das hier der Sockel für dieses Gerät. Oh. Dann benutze ich mal nicht. Okay. Vielleicht zuerst. Und das Feuerzeug ist zu Haus, ist zu heiß. Zuerst das hier. Ja. Habe ich das Spiel bald durch? Ja, unbedingt. Okay. Fehlt aber noch mindestens ein Kristall. Was tut das hier? Oh. Das müssen wohl zwei Leute gleichzeitig betätigen. Alles klar. Verspielen. Entschuldigt mich mal bitte.
Wenn wir den blauen Kristall hier schon einsetzen. Nicht? Kristallaber? Hä? Hieß das nicht vorhin noch Kandelaber? Habe ich mir das eingebildet? Okay. Wir können den Kristall aber auch wieder. Okay. Gut. Fehlt aber noch einer, der mittlere. Was? Ah, okay. Okay. Fehlt noch ein Kristall und dann haben wir das Gerät fertig und dann Profit? Fragezeichen? Warum nicht? Pyramide, Höhle, Maya. Warum nicht? Nun gut. Wie sieht es denn eigentlich so auf dem Mars aus? Stimmt, das waren so voll die. Nein, kompliziert waren sie eigentlich nicht. Einfach, Ich hole mir kurz die Map. Ich bin so dreist. Wir kommen aus der Haupthalle und sollten in. Oh, wenn ich noch wüsste, was hier alles genau. Der Kartenraum. Da steht was vom Kartenraum auf der Karte. Ja. So, bin wieder da. Na, schreiben auch andere. Ja, vorhin hat mal jemand geschrieben. Allerdings wusste ich nicht genau, was er mir mitteilen wollte. Wenn ich hier durch die Grüne gehe und dann bis ans Ende des Ganges. Nicht? Okay. Dann gehe ich weiter hier bis zu grünen ganz hinten. Sie ist nicht grün. Oh oh. Ja doch, vermutlich schon. Die nächste blaue, das wäre die. Und lande dann geradeaus im Kartenraum. Okay.
Eine uralte Karte von der Erde. Ja, das ist genau das. Das alles kennen wir. Was ist das in der Mitte? Das wieder mal abfotografieren. Habe ich zwar beim letzten Mal schon gemacht. Und hier an. Zack ist doch gerade in Ägypten, oder? Ah nein, Zack ist wieder. Doch. Doch, doch, doch. BB übrigens, Quickie, BB. Cool, dass du den ganzen Tag hier verbringst, so wie es aussieht. Okay, warte. Das war hier vorne an der Pfote und hier oben am Bein. Kann ich das genau angucken? Nicht wirklich. Okay. Hier zu Beinen. Boah. War das schon immer da? Das war doch beim letzten Mal nicht da. Ja klar, warum nicht? Ist doch ein chilliger Stream. Ja, danke vielmal. Wir benutzen wieder einmal unseren gelben Buntstift. So, 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 so. Und das, und das, und das, und das. Ja, geil! Das läuft mal, das läuft mal. Ich kann den Kram nicht lesen. Annie! Wo ist Annie? Wechseln zu Annie. Annie nach Ägypten. Aber vermutlich müssen wir sie abholen, denn... Nein, geht noch. Kann sie sich leisten. Ich hab sowas von Lauf heute mit dem Spiel. Fast ein bisschen schade, dass es gerade so schnell geht. Das macht nur diese hektische Musik. Vorsicht, der du eintrittst. Der Wächter des Sphinx hat einen leichten Schlaf. Oh oh. Okay. Dann stellen wir Annie mal wieder hier hinaus in die Sonne. Und Zack speichert zuerst mal. Der Wächter des Sphinx. Hoffentlich nicht dunkel, hoffentlich nicht dunkel.